Okay, dann gehen wir hier hin. Ich will die Eier gar nur ein bisschen pimpen. Oh, Todesraum, Todesraum. Als kleine Erklärung, der Typ in der Mitte ist der Tod. Und der Tod greift dich so lange an mit einer mega nervigen Attacke, bis du alle Leute im Raum gekillt hast. Sonst haut er dich ab. Und es gibt später auch noch einen weiteren toten Typen. Und dieser tote Typ kommt aus irgendwelchen schwarzen Kisten. Und der folgt dir einfach egal wohin. Außer Endfeinde, das weiß ich noch nicht. Aber der ist mir einfach von einem Flur zum nächsten gefolgt und fliegt dir einfach durch die Wände, folgt dir und will dich töten. Sau geil, gerade wenn du später in Gebieten bist. Richtig geil. Da denkst du dir echt, wow. Ist ja fast so funny und fresh wie funny fresh. Ah, dieses Geräusch. Wunderbar, wunderbar. Nee, der hat meine Eier genommen. Der hat meine Eier genommen. Töte den da. Nee, der ist... Nee, wann war's denn schon wieder? Hab ich gebrannt oder... Das meine ich, guck mal. Das ist meine Eiergun. Oh mein Gott, wenn er die Eiergun zurückwirft. Jetzt weiß ich, von was ich im letzten Lauf gestorben bin. Die Eiergun, wenn er die zurückwirft, dann folgen die mir auch, bis ich sterbe. Nein! Scheiße, das ergibt sogar Sinn. Das ergibt sogar fucking Sinn. Oh mein Gott. Das ist ja mal voll assi. Ja, kacke, ey. Das ist jetzt nicht cool. Das ist jetzt gar nicht cool. Nee, tut mir leid, Eiergun. Dann musst du mal kurz warten. Das ist echt nicht cool. Oh nein. Wow, dieser Schaden ist amazing. Ihr merkt diesen Schaden. Schnell rüber. Oh mein Gott. Nee, jetzt geh weg. Oh, dieser Schaden. Ey, ich kann es nicht anders sagen. Der ist so toll. Oh mein Gott. Jetzt kill den bitte endlich. Nee, jetzt noch mehr. Oh nein. Oh nee, jetzt kommen noch die. Oh. Die Waffe ist nicht so schnell. Ah. Fuck you, aber ich level dir gut. Das ist noch. Schaden ist so gefühlt null höher. Hier, sterb. Aber der Lauf ist doch ganz gut, muss ich sagen. Also die Waffen sind alle scheiße, aber ansonsten, ja. Weiß ich auf jeden Fall, warum ich in einem super geilen Lauf gestorben bin. Wahrscheinlich habe ich da einfach 1 Million von den Eierdingern verfolgt. In wenigen Sekunden werde ich getroffen. Ist mir gerade echt zu viel. Und ihr seht, das Spiel wird nicht einfacher. So, ich habe wieder 3 Planks. Ich brauche Leben. Ich brauche... Nee. Nee, ich muss irgendwo hin. Ich muss irgendwie Leben irgendwo ziehen, sonst geht hier gar nichts. Mit Einhalt. Naja, damit habe ich einmal den letzten Boss gekillt, glaube ich. Aber sonst geht das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich muss irgendwie. Danke, da waren Stacheln. Ich Depp. Ich voll Depp. Guck nicht auf den Boden, ey. Weil ich total vertieft drin war. Ja, mit einem Herz, das kannst du vergessen. Ich muss irgendeinen Puffer haben. Das kannst du echt vergessen. Oder eine gute Waffe oder sowas. Das kannst du gerade echt vergessen. Schütze so ein scheiß Gespenst, ey, so echt nicht dein Ernst. Ja, ihr seid so geil, ey, ihr seid so geil. Ja, so ein riesen Ding hier die ganze Zeit am Withern. Ja, du bist nervig. Jeder andere Scheiß. So, jetzt komm, ihr merkt, ich gebe mich da langsam so ein bisschen selbst auf. Ihr merkt das. So ein bisschen so, oh nein, scheiße, ihr lauft mit nix. Aber ja, ich habe den dritten Boss gekillt, ich bin zufrieden. Frieda hat einen anderen Lauf. Oh nein! Dann kommt jetzt wieder Mr. Romantisch.
Oh, das ist wieder diese Laser-Bitch. Oh, der mit seinen verfolgenden Dingern. Ey, wo ist denn da noch einer? Mann, hier verreckt und... Danke. Kiste. Vielleicht ein Medikit drin. Das wäre natürlich jetzt Lack im Lack. Oh. Naja, jetzt haben wir wieder zwei Herzchen. Das geht, das geht. Das hat uns schon mal den Arsch gerettet. Also entweder ich verkacke jetzt, krieg wieder Schaden wie sonst was. Oder es funktioniert. Oh, ich... Nein, nein, das ist easy. Easy, easy, easy. Oh, nicht so easy, nicht so easy, nicht so easy. Ja, toll. So, dagegen mach meine Scheiße verfolgt die ganze Zeit. Schneller ist als du. Egal, wir haben wieder 1,5 Herzen. Yeah, danke. Wow. Eine Donnerbüchse. Wow. Toll. Ja. Huiuiuiuiuiui. Was verkauft der Händler mir? Ich glaube, ein halbes Herz. Nicht. Jo, Leute. Das wird jetzt ein neuer Kampf auf jeden Fall, meine Damen und Herren. Wir gucken mal, wer kommt. Ah, scheiße. Die Wand des Todes. Für mich einer der schwersten Bosse von End of the Gungeon. Das könnt ihr vergessen, das kriege ich nicht hin. Oh mein Gott! Ich habe noch ein halbes Leben. Nein, ich bin doch gerollt! Nee! Oh Mann, ey, wir haben uns gut geschlagen. Im halben Herz mehr, das hätten wir dann schon eigentlich geschafft. Aber naja, okay, wir haben drei Bosse hinter uns. Ist kein Ding. Das Schöne ist, Konso ist der King und ich kann jetzt weiter aufnehmen am Stück. Ich muss jetzt, guck mal, keine Aufnahme beenden, nicht sagen, ey, Dankeschön, hat euch das Video gefallen, dann like das Video, dann teilt das Video. Bis zum Himmel, bis zum Tod von jedem anderen. Huiuiui, wir kaufen uns was. RPG ist scheiße, Herzanhänger ist okay, heißes Blei ist okay, Blitzschwert ist scheiße, Standardwumme ist scheiße. Wir kaufen uns das hier und das hier. Richtig nice. Herzanhänger freigeschaltet und heißes Blei freigeschaltet. Das sind nämlich, dann können eure Kugeln die Chance haben, Leute in Brand zu setzen und das andere Herzding, das bringt, dass du ein Leben dazu kriegst. Romantisch, nicht wahr, meine lieben Freunde? Wie gesagt, wir hätten eh zu schlechte Waffen für den fünften, sechsten Dönes Floor. Da hätte ich den letzten Boss oder irgendwas eh nicht klatschen können, weil ich viel zu schwach gewesen wäre. Yeah, yeah, fuck off, wir brennen einfach. Wie Chicken McNuggets. Hallo? Oh, und achtet wirklich auf diese kleinen Pisser. Bert und ich wurden so oft davon schon getroffen. Von so einem kleinen Minischuss. Getroffen. Und dann denkst du dir so, oh nee. Du dreckiger Typ hier. Was ist denn mit dir los? So, anderes Thema. Was ich gerade mir eingefallen ist, ich sehe gerade die Wii U neben mir. Ich habe seit Ewigkeit meine Wii U nicht mehr gespielt. Ich habe hier immer noch das neue Xenoblade X Gedönsspiel. Ja, die Collector's Edition mit Buch, mit Steel Case, den ganzen Shit. Verpackt rumliegen. Ich habe es nicht einmal geöffnet, nicht einmal gespielt. Also irgendwas hat Nintendo falsch gemacht. Dass ich mir ein Spiel kaufe und es nicht spiele. Ne, den nehme ich trotzdem. Nee. Dann hier mache ich einen Schuss. Weil sonst kommt nämlich die Ratte. Das kann ich euch gleich zeigen eigentlich. Scheiße, hätte ich zeigen sollen. Die Ratte, die Sachen klaut. Ja. Aber ihr könnt da nicht mit ihr reden. Die haut dann direkt ab, aber man kann sie kurz sehen. Und das ist nämlich die Ratte. Die fiese Ratte. Die Sache klaut und dann so Zettel schreibt wie du Idiot, du Dummkopf, du Nerd, du Spacki. Ich habe mir deine Sachen geklaut. Und es ist sehr, sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Ich bin dann immer sehr traurig darüber. Nur Leben tut er nicht klauen. Wahrscheinlich, weil er unsterblich ist und die Superratte. Vielleicht ist er auch immer ein geheimer Endboss. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Pipapau. Gib mir was Nices, bitte. Eine Magnum. Magnum ist eine relativ romantische Waffe, die behalten wir für den Endfeind.
Was ich jetzt schade finde, dass wir diese Note nicht mehr haben. Ich kann euch mal zeigen. Also nicht das, sondern hier. Bam, 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 bam. Die Magnum war eigentlich vom Schaden her okay. Ja, war okay. Okay. Hier hinter ist ein Geheimnis versteckt, aber das kann ich euch nicht zeigen, weil dafür brauche ich zwei Schlüssel. Zwei Schlüssel. Also bitte nicht böse sein. Bitte, bitte. Ich hätte gerne wieder Musiknote, dann hätte ich gerne Mega Laser mit unendlich Munition. Munition, Munition. Und dann alles gut. Oh nein, der Stinkemagen ja wieder. Mit dem Dreieck, ey, Illuminati. Halli, Hallöchen, Popöchen. Hier ist nicht der Kronk. Dafür habe ich keine tief genug Stimme. So, dankeschön. Mit dem Ding bist du fein raus. Alles klar. Musst du ja wissen, du Schnauzbärde. Schnauzbärdiger, ertragender Typ, du. Geh mal weg hier. Ich habe mich gerade volles Geräusch in meine schönen Leveln, genau, das meine schönen Leveln Waffen. Meine Waffen schön leveln. Aber naja. Wir kriegen das auch so hin, meine Damen und Herren. Hier Waben schön angefackelt. Das hätte ich eher mal für den Endfeind aufheben sollen. Aber ist mir jetzt Jacke wie Hose. Und ich muss gerade nicht mehr niesen, das ist gut. Aber ich werde gerade krank vom Reden. Ich kapier's nicht. Wie habe ich Bakterien, Bakterien-Dinger in mir. Was ist das? Oh nice, ich kann schneller rennen. Das war ein sehr langes. So, wir nehmen natürlich unsere Pornogun, die Magnum Fantastic, gegen den Stinkbird. Gegen den Stinkbird, den ihr bestimmt schon kennt. Da hinten ist der Stinkbird. Und ihr seht, die Magnum ist mega geil. Oh man, Magnum, ich liebe dich. Got it gone. Kann man nicht behalten. Besser als die Winchester. Ich hasse die Winchester. Bert und ich hassen beide die Winchester. Und ich bin nicht gierig. Ich benutze schön meine romantischen Blanks, um diesen Typ zu killen. Dankeschön, Gatling Guns. Haha, du Pussy. Pussy. Wir haben ein Herz bekommen, eine Schutz, eine weitere Leben und eine Fotoapparat. Kamera mit Lächeln. Foto. Fotografie, hallo. Was bringt mir das? Kapier ich nicht. Oh, damn. Romantisch. Läuft bei uns. Richtig geil. Falls ihr jetzt sagt, das ist ja mega geil, was der kommentiert, der muss auf jeden Fall mehr machen, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und gebt dem Video einen dicken Daumen bis zum Himmel. Bis zum Himmel. Und wenn ihr Satanist seid, bis zur Hölle. Wow, das bringt mir irgendwie gar nichts. Aber ey, ich kann Fotos machen. Das ist die Hauptsache. Das ist schön, das ist eine schöne Kamera. Das ist schön. Komm, ich muss auch irgendeine Mütze haben. Fotografe, Foto mache. Bling. Warte mal, das hat alle gefickt. Jeez. Stehe ich nicht. Oder nur, wo das Glitzer trifft. Egal, ich spiele mit der Standardgun weiter. Wow. Das ist ein echtes Schmuckstückchen. Aber warum erkälte ich mich gerade? Ich kapiere das nicht. Gerade irgendwie. Ich erkälte mich gerade, während ich am PC sitze. Das ist überhaupt keinen Sinn. Ich habe ja auch nicht irgendwie ans Gesicht gefasst oder so. Ich hätte mir den Controller wie voller alter Bakterien, Willen oder Viren oder so ist. Ich verstehe es gerade nicht. Irgendwas ist gerade. Hier beim Aufnahmezimmer irgendwie gerade nicht so smart oder nicht so clean. Ich weiß es gerade nicht. So, wenn wir jetzt durchkommen, dann machen wir das. So. Nein, jetzt wurde ich getroffen. Fuck. Okay, durch. Dankeschön. Ich achte immer auf meinen scheiß zweiten Bildschirm, weil der immer gerne ausgeht. Und dann sehe ich meine OBS-Aufnahme nicht mehr, deswegen muss ich gerade draufklicken. Hab nicht auf den Bildschirm geguckt und hab Schaden kassiert. Aber ist egal, wir haben noch einen Schutz. Das ist völlig legitim. Doch, weißt du, was ich genug habe? Oh mein Gott, hier ist die verschlossene Tür und ich gehe rüber. Nice Sache, lieber Konsum. Nice Sache.